So, hallo und herzlich willkommen mit meiner Folge. Ich glaube, Folge 11 ist es. Von Tromivaro. Warten hat seine Folge schon aufgenommen. Und ich join jetzt drauf. Okay, ich habe auch nur noch 2 Food, ne? Ist ein bisschen problematisch. Ich dachte gerade, da steht Kannst du jemand. nicht auf Foodstern? Ja, zum Glück nicht. Foodstern, mach deinen Spawn und geh direkt raus. Das ist ja irgendwo in der Wand eingebaut, du musst echt vorsichtig sein wegen Spawn. Lava Ja, und so aus ich der bin Wand. 200 Blöcke weg, also ist nicht weit weg. Ich möchte noch kurz das hier Level 10 erfahren, damit ich mir schon viel machen kann, sicher, sicher. Sind aber jetzt nicht viel, dauert auch nicht lang. Aber das sind Travel zum Portal. Warte, wo ist es? 32, 49. Also in die Richtung. In die Richtung. Ja, da ist halt dieser Lavasee, der fällt ein bisschen ab. Ja, durch. Ja. Hier ist noch Quarz. Pass bitte auf, dass du nicht stirbst. Im Notfall pöll dich Ja. raus, ne? Sobald du Lava fällst, direkt rauspöllen. So, Nicht Level irgendwie auch. 10. Nicht irgendwie sparen oder sowas, dann So, hilft. Schaff hier. Jetzt fühle ich mich sicherer. Das kann ich ab, wir Okay. machen was raus auseinander. Sehr gut. Jetzt muss ich eigentlich nur noch nach Osten gehen, dann bin ich ja nicht da. Ah, Trommel ist hier. Aspekt, Sers. Das Bild. Ja, was ist denn das schon wieder? Ich bin nebenbei gerade ein wenig hexet. So, ich muss jetzt hier schleunigst raus, weil ich habe nicht mehr viel Essen. Ich muss ja nur noch ein Steak und ich habe schon wieder 2 Hungerkeulen verloren. Ja, die schmeckt so geil, oder? Oh, ich bin ja viel zu weit oben. Holy. Ich mich da einfach. Natürlich hier ein bisschen. Sollte nicht allzu lange dauern. Muss ich halt, glaube ich, einmal durch die Wand bauen oder du findest halt direkt den richtigen Eingang, weil ich aber bezweifle, habe ich auch Ja, schon nicht. ich muss mich jetzt hier ein bisschen runterbauen, damit ich überhaupt hinkomme. Dauert aber nicht Ja, pass lange. auf, wegen Lava Ja. oder so. Ich baue eh auf Safe runter. Ah, ich höre Glück für Spot. dich. Ich höre Spot. Und wo ist es? 32. Und dann noch 4. Ja, hier ist es. So, ich bin draußen. Was ist mir geschrieben? Hier, okay. 75, 975. 75, Echt? 975. Ja, ist schon ein bisschen weg. Aber sollte sich Ja, aber muss auf jeden halt. Fall ausgehen. Nehme ich mir auch wieder Wasser mit. Das ist ein Twitch, aber die ignoriere ich jetzt einfach mal. Stimmt, ich habe ja Deathstrider, das vergesse ich immer. Zack, und okay. Frage ist, ob André und so Fullench haben. Das ist eine gute Frage. Ich hoffe mal Ich weiß nicht. nicht. Lol. Was denn? Lol. Ich hab grad. Hab so ein Vogelnest bei mir gerade gefunden. Das kann man Ah. looten. Da habe ich so ein Dings gefunden, womit man Waystones setzen kann. Waystones sind sowas wie Ja, Portale. ich verstehe, wie Nur Wastebots funktionieren.
nur individuell halt. Und ich Ja, so eins ja. war gerade in so einem Vogelnest drin, das ist voll geil. Ich kenne Waste Und dieses Downs. Vogelnest klingt aus Bäumen, man kann ja einfach die ganze Zeit Vogelnester farmen, boah, ist ja cool. Ich brauche unbedingt Essen. Muss doch irgendwas sein. Und ich kann nicht mehr ran. Ja, eigentlich wollte ich ihn fighten, aber dann ist er gestorben und ja, jetzt geht's um Swamp und Farm Äpfel. Nur eigentlich war es eigentlich schon von heute Anfang an der Plan, dass wir jetzt durchfarmen. Dachten, wir könnten jetzt kurz einen Fight holen, einen Freakle holen, weil der Hafti war, aber ja. Dann halt nicht, da müssen wir halt eigentliches Strip weiterverfolgen. Ja. Fragestell. Das ist ein bisschen schade, ist aber egal. Was soll man machen? Ich habe auch noch fast zwei Stacks Gold. Also Gold Ore. Zwei Stacks Goldohr. Fast. Ein Stack und 55. Dann können wir euch doch noch ein bisschen länger fahren, als ihr da, ich dachte. Einfach in die Richtung. Ja, genau, das ist kommt so schon. Da steht eine Chest. Und ich guck mal, ob darunter nichts ist. Das ist keine Trap-Chance, warte, da ist ein Holz drin, aber das hat nämlich auch nicht. Oh, da hinten sind Schafe, ja, die kill ich gleich. Sehr schön Holz abgebaut, also beziehungsweise Bäume. Das war wahrscheinlich nicht. Da ist noch eine Chest mit Holz drin. Also, ja, die habe ich gefunden. Nein, ich wollte nicht auf die Ecke. Habe schon mal ein paar Bäume abgebaut, die fallen jetzt alle. Also die Leaves fallen jetzt alle runter, wo ich die beiden Bäume noch ab. Ja, fahr jetzt mal bitte ein bisschen durch und dann versuchst du in 3 Minuten kurz durchzulaufen, nach Äpfeln zu schauen. Das Ja. wäre jetzt die sinnvollste Variante zum Farmen. Ich werde auch währenddessen noch das Gold braten und so. Gerade wurde Final Tetray Und dann von angekündigt. PNK wurde hochgeladen. Achso, das ist den Spieler. Ach, das ist ein Slime Chunk. Ach Gott. Geht doch einfach weg. Gegen Slimes Alarm. In den Nervenläufe fahren. Boah. Gut, sind hier irgendwo noch Schafe? Biete. Nee. Sind nur 2 Schafe, interessant. Oder waren es 3? Keine Ahnung. Einem im Projekt, das seit Anfang an durchfahren, hat er trotzdem noch nichts. Dann stelle ich hier die 4 Öfen auf und baue meinen
Also smelte man Gold. Mach das mal, aber so. Muss ja am Ende der Folge abbauen, ne? Ja. Natürlich. Ach, jetzt regnet es, egal. Ich habe Regen ausgestellt. Auf überhaupt die Fahnen. Geht das mal? Dr. Sharks, M.O., Crash, Naturas-Mod, das ist ja eine sehr mystische Mod. Der Name auch schon sagt. Ich mal durch, ob hier irgendwelche Äpfel gedroppt sind. Machen Sie das mal. Ja. Ach, hier Weißt du, ist so ein wahre Backpack wäre so cool, dann könntest du ja beim Nether bleiben, deinen Schwann-Level farmen, weißt du? Ja. Aber ohne geht sowas halt nicht. Das ist Nee, halt das ist ein bisschen schwierig dann. dann könnte ich hier Holz durch, hätte ich hier jetzt Holz reinlegen können, hättest du durchfarmen können. Oder vielleicht auch Food farmen können. Das ist natürlich das ganze Quatsch. Ich hab schon mal 6 Äpfel, ist ja gar nicht mal schlecht. Jetzt perfekt, da ist noch einer. Dann haben wir schon mal 9. Mit 5 kann man so gut Äpfel farmen, das ist unglaublich. So, dann nehme ich das hier raus. Ich hoffe, dass hier irgendwo noch Äpfel runterdroppen, bevor ich gekickt werde. Ich habe auch nur noch 1,5 Minuten. Das ist nicht so dieser nice. Cave-Killer hat, dieser Cave-Killer ist nach Folge 8 Full Iron mit Sharp 4 Iron. Ah, okay. Er glaube ich auch einfach die ganze Zeit ist nur auf Sharp 4 Iron gegangen. Aber leider bringt es dir jetzt wenig, wenn du halt nichts tankst. Ja, das bringt sich sau wenig. Ja, ich bin echt verlockt, solche Leute nach Fight zu fragen, aber das Problem ist so, es ist halt wirklich der größte Time Waste, den du machen kannst. Weil bist du im Fight, bis der da steht, dann machst du kurz Cooldown oder du läufst sogar zu dem hin, wenn er nicht zu dir kommen will. Für eine Zahl. Wir haben ja schon Kills, deswegen ist mir jetzt nicht so wichtig. Würde ich mal sagen, dass wir jetzt nicht auf Kills gehen. So, ich habe schon mal 10 Gips. 10, oh, das ist ja gut. Ich habe erst 5. In den letzten 35 Sekunden ungefähr, ob hier noch irgendwo Äpfel sind. Ich feuer aber noch kurz die Öfen mit.
erstmal. Und Gut, 10. da, Das ist so eine erfolgreiche Folge, würde ich sagen. ja. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, ne? Ciao.